Die letzten Früchte, die am Rand vom Querbeetgarten reifen, sind die von der Mispel. Und heute geht es ans Ernten und ans Verarbeiten von der Mispel, weil der Advent steht ja vor der Tür und wir wollen einen Adventskalender mit eigenen Pralinen machen. Und daraus entsteht heute die Füllung. Die Mispel, die haben wir am Rand vom Garten gesetzt, gleich am Anfang, vor 3 Jahren jetzt. Und die hat sich gut gemacht, trotz Wühlmäuse. Und das Problem aber die letzten Jahre war jetzt, dass die Mispel eigentlich einen Frost braucht, damit die Früchte weich werden und damit sie vor allem gut schmecken. Und die letzten Jahre kam dann der Frost so spät, dass die Früchte zum Teil am Baum dann wirklich gefault und gegärt sind. Also man konnte sie eigentlich nicht wirklich gut essen. Und deswegen waren wir dieses Jahr schlauer, haben schon vor 2 Wochen einen Teil der Früchte runtergenommen, haben die eingefroren, die verarbeiten wir heute. Und die zweite Portion, die wir jetzt ernten, die landet dann auch in der Gefriertruhe, weil man merkt beim Hinfassen schon, da ist nichts weich, die sind noch richtig hart und dann schmecken sie nicht wirklich gut, weil sie dann so astringierend sind. Also da zieht es einem alles zusammen, wenn man die so isst. Mit Frost sind sie dann echt gut. Das sind jetzt die Mispeln, die wir schon tiefgekühlt hatten. Und die taue ich jetzt portionsweise in kochendem Wasser auf, damit sie sich dann auch leichter schälen lassen. Und dann kommen sie noch durch die Passiermühle durch, damit dann die Kerne innen noch raus sind und werden mit Gewürzen und mit Orangensaft zusammen zum Gelee verarbeitet, mit Gelierzucker dann als Füllung für die Pralinen. Restliche Mispelmus ist auch im Topf und es war sogar ergiebiger als gedacht. Und das Ganze darf jetzt zusammen mit Orangensaft aufkochen und dann kommt Gelierzucker ein bisschen mit rein, damit es dann einfach fest wird in den Pralinen. Unsere Mispel-Orangen-Zimt-Füllung, die schmeckt richtig gut. Und sowas kann man natürlich nicht nur mit Mispeln und Orangen machen, sondern mit egal welchen Früchten. Der Vorgang ist immer der gleiche. Wichtig ist jetzt allerdings vorm Abfüllen, dass man die Masse ausreichend kühl werden lässt, aber nicht so kalt, dass sie zu arg stockt, dass man sie nicht mehr abfüllen kann. Das ist ein bisschen eine Fummelei, die bekommt man aber relativ schnell raus. Und auch beim Abfüllen ist es noch ein bisschen eine Fummelei, weil die Sternchen sollen ganz voll sein, aber es soll nichts rauslaufen. Und da muss man dann immer ein bisschen schauen, dass man die richtige Menge erwischt. Ja, der geht noch. Da gibt es dann natürlich alle möglichen Werkzeuge für so Pralinenherstellungsgeschichten, also auch andere Abfüllhilfen. Aber mit so einem Spritzbeutel und ein bisschen Fingerspitzengefühl geht es eigentlich auch ganz gut. Zum Abschluss muss ich jetzt die Pralinchen nur noch verdeckeln und dafür nehme ich jetzt weiße Schokolade und mache sie zu. Und da ist es wichtig, dass man es wirklich schön abschließt. Und wenn man die dann sauber zugemacht hat, dann dauert es auch nicht lang, dann zieht es an und dann kann man so schön verpacken, die Pralinchen. Und es ist aber jetzt so, dass das natürlich keine Sachen sind, die man ewig irgendwie aufbewahren sollte, sondern innerhalb der nächsten Wochen dann aufessen, wobei die meisten eigentlich gar nicht so alt werden. Für unseren Adventskalender passt es ganz genau, 24 Tage halten sie durch und in der Zeit verputzt man die sicher auch ganz schnell. Das Ganze kann man dann natürlich noch beliebig verzieren, entweder mit kleinen Punkten oder mit so Streifen drüber. Das kann man machen, wie es einem selber gefällt. Und ich finde, solche Sachen machen wirklich Spaß. Die selber gemachten Pralinen kommen jetzt in kleine Schachteln aus Wachstuch. Und auch das Wachstuch ist selber gemacht aus Bienenwachs und Baumwolltuch. Und dann wird das Ganze mit so einem Naturfaden zusammengebunden und kommt an unseren Ast hin.
dass möglichst alle Materialien, die jetzt da zum Einsatz kommen, eben recycelbar sind, beziehungsweise diese Wachstücher sind sogar so gedacht, dass man sie hinterher dann eben zum Einpacken noch von Lebensmitteln verwenden kann, weil die sind ja nicht nur für einmalige Nutzung, sondern wirklich für öfter. Wer kein Video mehr verpassen möchte, der kann unseren Querbeet-YouTube-Kanal natürlich gern abonnieren. Und schaut in der ARD-Mediathek vorbei, dort gibt es noch viel mehr Videos und auch Sendungen von Querbeet.